Werner Schulze-Erdl, hallo. Hallo, guten Morgen, guten Tag, wie immer alle wollen. André Dietz, hi. Hi. Guten Abend, Gernot Endemann, hallo. Hallo, guten Abend. Ilse Biberti, hallo, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Und jetzt begrüße ich ihn am Telefon, Matti Krings, hallo. Julian, grüß dich auch. Christian Rach, hallo. Hallo, hallo. Ich begrüße Wolfgang Lippert, hallo. Hallo, Julia. Frederik Meissner, hallo. Ja, herzlich willkommen, hier ist Frederik Meissner. Hallo, Julian. O-Zapft ist, herzlich willkommen zum Sprechplanet Oktoberfest-Spezial hier aus unserem Gaudi-Wiesen-Zelt. Schön, dass ihr dabei seid. Nein, Quatsch, heute einen ganz normalen Sprechplanet. Um Himmels Willen werden wir nicht auf diesen Oktoberfestzug aufspringen, meine Lieben. Das ist doch mal ganz klar. Eigentlich sollte heute Janine Steger hier bei uns zu Gast sein im Sprechplanet-Telefon. Wird sie aber erst nächste Woche. Lag nicht an ihr, das mal ganz klar, sondern an mir. Sowas gibt's auch. Wir haben aber einen ganz tollen anderen Gast, nämlich den Schauspieler Patrick Mölleken. Er ist erst 16 Jahre alt und hat mit diesen 16 schon viel mehr geschauspielert. Hat so eine dicke Vita, wie sich ein 40, 50-jähriger Schauspieler es unter Umständen schon wünschen könnte. Das werde ich Patrick gleich auch mal sagen. Er wartet hier bei mir am Telefon. Ich wünsche viel Spaß mit dem heutigen Sprechplanet-Interview. Jetzt geht's los. Eins, zwei, Sofa. Ja, da haben wir ihn nun am Telefon. Hi, Patrick. Hallo, na? Na, als ich mir gestern Abend mal deine Vita angeschaut habe auf deiner Internetseite, da habe ich gedacht, Mensch, der ist noch so jung und hat schon so viel geschauspielert. Wir haben ja schon sehr viele Schauspieler hier im Gespräch. Manche mit 30, 40 haben noch nicht mal ansatzweise so eine lange Vita. Wie ging das bei dir los? Ja, also das fing eigentlich, also erstmal die Schauspielerei, das ist halt eine ganz große Leidenschaft von mir und das steht steht eigentlich irgendwie immer an erster Stelle. Und das erste Mal, als ich mit dem Thema in Berührung kam, das war mit 5, da stand ich das erste Mal auf der Bühne und da habe ich dann halt direkt gespürt, dass mir das irgendwie Spaß macht. Und ja, mit 5 schon. Hatte ich da jemand draufgedrängt oder wie kam's? Nein, um Gottes Willen. Nee, das war eigentlich ganz witzig. Ich habe, es war halt so eine Gala-Veranstaltung und ich habe mich dann bei der Moderatorin gemeldet, weil ich irgendwie diesen inneren Drang hatte, mal auf diese Bühne zu gehen. Ja. Und dann habe ich halt gefragt, ob es nicht mal möglich wäre, da ja ein paar Sätze zu sagen. Mhm. Und so kam es dann auch. Ich durfte das und da war ich natürlich echt super glücklich. Und dann habe ich da die Gäste begrüßt und es war auch schon ein recht großes Publikum, 300 Leute und ich war halt 5 Jahre alt. Ja, kannst du dich da noch gut dran erinnern? Ja, grob, also so ein bisschen halt noch, aber es sind schon 11 Jahre jetzt. Mhm. Und was macht man dann als kleines Kind, um die ersten Rollen zu bekommen? Ja, also der erste Schritt war natürlich mal in eine Agentur zu kommen und dann ein bisschen längerer Weg, also man kennt sich ja zu Beginn noch nicht direkt irgendwie mit dem Thema aus und man muss sich damit auseinandersetzen und nach einer gewissen Zeit habe ich dann halt alles gefunden und man muss halt auch irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ja, aber klar, ja. Erstmal in die Agentur aufgenommen zu werden wahrscheinlich, ne? Wie war es für dich zum Anfang, dich selbst im Fernsehen zu sehen? Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das ganz am Anfang war? Ja, das erste Mal war natürlich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich meine, ich habe ja auch, sag ich mal, mit 11 Jahren dann den ersten Denkanstoß durch das Fernsehen gekriegt. Also, ich meine, da war ja Einschulung und alles, was in dem Alter dazugehört. Und dieser Gedanke Schauspielerei oder ich möchte das mal machen, der ist erstmal nach hinten gerückt. Ja. Und gerade ich habe da Alarm für Cobra 11 geguckt und da kam mir das irgendwie plötzlich wieder in den Sinn. Aha. Das war auch gerade zufällig dann das Erste, was ich gemacht habe dann. Aha. Das ist der ganze Witz an der Sache. Das ist. Was sagen deine Freunde zu deinem Erfolg? Gibt es vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Schulkollegen? Irgendwelche neidischen Leute, wird ja immer gern gesagt. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Also so Erfahrungen habe ich nicht gemacht, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich das Thema sehr sachlich behandle, wenn ich jetzt mit Freunden oder so unterwegs bin. Ja. Also es gibt sicherlich einige Menschen, die dann, sag ich mal, ein bisschen
angeberisch über sowas sprechen würden oder ich war hier und da und ach, hab ich das gesehen und was weiß ich. Aber so ein Typ bin ich nicht. Also ich versuche das sehr bescheiden irgendwie zu behandeln. Mhm. Weil klar, wenn sich jemand interessiert, dann gebe ich auch gerne Antwort und hab natürlich auch Freude daran, dass ich mit jemandem so ein bisschen darüber spreche. Und von sonst aber eigentlich, also von mir aus jetzt selbst würde ich jetzt nicht auf das Thema kommen, weil okay. Das finde ich ist schon sehr wichtig und meine Freunde, die finden das toll und sind natürlich auch schätzen das natürlich auch, dass man mit sowas bescheidener umgeht. Mhm. Und das ist also überhaupt kein Problem. Also ich habe es ist super. Du hast im Laufe der letzten Jahre in sehr, sehr vielen verschiedenen Produktionen mitgespielt. Das Traumschiff, Alles was zählt, Martin in Love, sehr lustig, Pfarrer Braun, der Bergdoktor, Rennschwein Rudi Rössel und so weiter und so weiter und so weiter. Was war besonders schön? Woran denkst du gern zurück? Also man kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass es dass jetzt etwas besser war als die anderen Sachen, weil ich hatte bei jeder Produktion meinen Spaß und hatte bis jetzt immer nur tolle Teams, hatte eine schöne Zeit am Set und hab das immer sehr genossen. Also da gab's jetzt nicht irgendwie mal den Punkt, wo ich sag, boah, irgendwie das war ganz anders und so kenne ich das gar nicht. Ja. Also es war von vornherein immer die gleiche klasse Atmosphäre und Sind denn für dich Serienrollen schöner oder richtige Filmrollen? Ja, natürlich, sag ich mal, eine Produktion, wo man jetzt mit, also gut, das kann man wirklich dann schon sagen, was vielleicht einem besser gefällt. Also natürlich Produktion, wo man über einen längeren Zeitraum mit einem Team zusammen ist und dann auch zusammen schweißt irgendwie, weil ich meine, das wird wie eine zweite Familie durch die gemeinsame Zeit und da finde ich dann schon natürlich längere Produktionen, es macht auch irgendwie Spaß, mal für ein, zwei Tage in eine ganz, also in eine kleinere Rolle zu schlüpfen und dann, sowas halt zu machen. Das ist auch was. Ja, was wahrscheinlich viele interessieren wird, auch gerade in deinem Alter. Kannst du uns mal so grob erzählen, wie so ein aufwendiger Film produziert wird? Also inwieweit vorher findet das Casting statt? Wann bekommt man die Texte? Wann geht's los? Und wie lange dauert das ungefähr? Ja, also von vornherein ist das heutzutage so, dass man ja irgendwie nicht mehr 6 Monate vorher Bescheid weiß, dass es losgeht, sondern das läuft ja alles recht spontan ab. Also ich sag mal, kommt jetzt eine Anfrage über die Agentur, dass man zu einem Casting darf, dann dass man halt angefragt wurde und dann es gibt natürlich auch Produktionen, die dann ohne Casting laufen, aber jetzt sage ich mal in dem Fall geht man dann zu dem Casting und wenn das dann klappt, dann hat man dann ja die Zusage und ja. dann kommt nach einer gewissen Zeit natürlich das Drehbuch und wenn dann die Dreharbeiten losgehen, dann dreht man halt und so ist das eigentlich. Also funktioniert alles reibungslos. Ja, du hast eben gesagt, besonders schön ist, wenn das so ein größeres Drehteam ist. Fällt dir der Abschied schwer dann, wenn der Film fertig ist? Ja, ich habe mir irgendwie ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aha. Weil auf der einen Seite, klar, man freut sich auf zu Hause und die Familie und die Freunde, dass man die wieder sieht, aber auf der anderen Seite verliert man halt irgendwo eine zweite Familie. Ja. Und gerade dann, und das ist, finde ich, so mit das Schönste beim Film überhaupt, wenn man dann nämlich Menschen wieder sieht, mit denen man mal Zeit zusammen verbracht hat, mit denen man mal gearbeitet hat, das ist natürlich klasse, weil man trifft sich wieder und wie alte Freunde irgendwie. Lange jetzt nicht schon gesehen, aber ja. Obwohl du noch so jung bist. Ha? Schon wie alte Freunde. War ja, ja, es ist, ja gut, es ist natürlich jetzt nicht, ich meine jetzt nicht wie alte Freunde, sag ich jetzt mal, man kennt sich da, oder man hat sich vor 7, 8 Jahren das erste Mal gesehen. Nur diese 4 Wochen beispielsweise, und dann sind da 1, 2 Jahre dazwischen vielleicht und dann trifft man sich wieder. Das ist schon irgendwie, das macht schon was aus. Konntest du schon mal irgendwas nicht machen, weil die Schule gesagt hat nein, oder darf die Schule gar nicht sagen nein? Klar, die Schule kann sagen nein, aber das war bei mir jetzt bis jetzt auch noch nicht der Fall, weil klar, man muss
gute Noten haben. Das ist eine Grundvoraussetzung und man muss auch alles nacharbeiten, was man verpasst. Ja. Aber dem bin ich auch immer nachgekommen und ich lege auch gerade auch wegen der Filmerei besonders viel Wert auf die Schule, dass ich da halt auch gut bin und wenn das so alles klappt, dann gibt es da keine Komplikationen. Also. Was ja ganz spannend ist, neben der Schauspielerei ist die Arbeit im Tonstudio auch schon ein kleiner Teil deines Lebens geworden. Wie kam das zustande und was macht dir so gesehen mehr Spaß, sprechen oder spielen? Also zustande gekommen ist es eigentlich, sag ich mal, eigentlich mehr nebenbei. Also die Filmerei, das war eigentlich so das Erste, wofür ich mich jetzt auch interessiert habe. Ja. Und da an die Synchron- oder Hörspielaufnahmen, da habe ich jetzt eigentlich von vornherein gar nicht dran gedacht. Und dann kam das mal, dass ich dann mal beim WDR mich mal halt gemeldet habe und gefragt habe, wie das so läuft. Und dann konnte ich dann irgendwann mal zu einem Casting und dann kam dann auch irgendwann mal das erste Hörspiel. Aha. Und das ging halt alles so ein bisschen nebenbei. Aber jetzt sagen, was mir mehr Spaß macht, das würde mir jetzt schwer fallen. Okay, ja. Ist halt auch irgendwo was anderes. Man muss dann halt beim Hörspiel alles, was man sonst körperlich darstellt, oder darstellen würde, in die Stimme einfließen lassen. Ja, und du kannst ablesen, oder? Oder macht man das nicht? Stimmt natürlich, ja. Der Text, der liegt natürlich dann vor. Das stimmt. Okay. Aber man muss halt versuchen, und ich glaube, das sieht dann auch immer ein bisschen lustig aus, wenn man mich jetzt zum Beispiel beobachtet, wenn ich dann da vorm Mikro stehe, weil ich versuche dann halt irgendwie das, was ich normalerweise auf einer größeren Fläche körperlich darstellen könnte, das muss ich jetzt. Oder ich versuche das dann alles irgendwie noch zu nutzen. Die Energie, die man zum Beispiel hat. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Szene habe, wo ich laufen muss, dann ist ja normalerweise auch irgendwie die Atemlosigkeit oder so vorhanden. Und dann versucht man natürlich, das irgendwie körperlich darzustellen. Aber das sieht halt immer ein bisschen lustig aus. Ja, also es wird sich lohnen, das mal zu filmen. Okay. Besser nicht. Gab es denn schon mal Rollen, die du nicht annehmen wolltest? Bis jetzt nicht, nee. Also, ich hatte jetzt bis jetzt auch immer schöne Anfragen. Ja. Also es war nicht der Fall. Gut, klar, es gab mal Filme, die ich nicht annehmen konnte, aber das war dann mehr aus zeitlichen Gründen, weil da zum Beispiel eine andere Produktion dazwischen kam. Aber sonst könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Höchstens, wenn mir das Drehbuch mal nicht gefallen hat, aber da wüsste ich jetzt so nicht. Ja. Bist du denn so im Laufe der Jahre wesentlich routinierter oder auf jeden Fall nicht mehr so nervös wie damals am Anfang? Merkst du, wenn du jetzt so Filme guckst, gerade bei jungen Leuten, da sieht man natürlich noch eine sehr große Veränderung auch im Gesicht und in der Größe. Ist das für dich komisch? Gehst du heute die Rollen anders an als am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Also da, ich muss sagen, ich war am Anfang gar nicht so, so nervös, wie man sich das jetzt vorstellt. Klar, so eine gewisse Anspannung, die ist immer dabei. Ja, waren die Eltern denn auch immer dabei? Also eine gewisse Zeit ja, dann ist bis zum 16. Lebensjahr muss eine Begleitperson dabei sein. Aha, okay. Damit man nichts Böses anstellt, nein, Spaß, halt so ein bisschen halt eine Begleitperson. Ja, okay. Da war dann meine Mutter immer dabei, aber jetzt seit seit geraumer Zeit nicht mehr, weil jetzt halt auch alt genug bin, ja, das allerdings alleine zu machen. Schaust du dir denn gern Sachen an, die du selbst gedreht hast? Gibt es jemanden, der das auf Video aufnimmt? Auf die Video sage ich schon, ich alter Fuchs. Auf DVD, auf Festplatte aufnimmt? Ja klar, ich nehme hier, also du meinst jetzt die... alles so. Die Produktion, die nehme ich mir natürlich auch selbst auf. Sonst, ich krieg auch oft dann halt ein Exemplar geschickt oder so, aber ich nehme es mir sicherheitshalber immer selber nochmal auf, also doppelt gemoppelt hält ja bekanntlich besser. Ja, allerdings nimmst du dir dann auch die Zeit und guckst dir das genau an? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einige Schauspieler, die es nicht mögen, sich sowas anzugucken. Also zum Beispiel Uwe Friedrichsen hat mir mal gesagt, der guckt sich nicht so gerne seine eigenen Sachen an, weil das stimmt wirklich, man ist natürlich immer sehr selbstkritisch. Ja, aber Uwe Friedrichsen, das ist so einer der ganz großen Schauspieler, der kann auch mit Stolz auf alles gucken, sollte man meinen, ne? Ja schon, aber er hat recht und das ist auch wirklich sehr, sehr weise gesagt von ihm, dass man diese Selbstkritik, die man halt immer hat, man denkt dann so, das hätte ich vielleicht da ein bisschen anders machen können oder da. Ja. Aber das Problem, was dann darin besteht, ist halt, dass man dann irgendwie immer
das Gefühl hat, man hätte es besser machen können und das, das mag er persönlich nicht. Also ich habe das halt dann auch, dass ich dann irgendwie sage, so, das hätte ich anders machen können. Klar, vor allem, wenn ich mir jetzt irgendwelche ganz alten Produktionen angucke von, oder zum Beispiel die erste Produktion, die ich gemacht habe, da ist das natürlich dann schon, dass ich lieber ausschalten würde. Mhm. Informierst du dich eigentlich auch im Vorfeld über deine Kollegen, wenn du die noch nicht so kennst? Also gerade bei Uwe Friedrichsen könnte ich mir vorstellen, den hast du vielleicht vorher noch nicht so oft wahrgenommen. Es gibt ja viele Große, die schon lange im Geschäft sind, mittlerweile kennst du die wahrscheinlich alle. Aber kommt das vor, dass du da erstmal googeln musst, wer ist das eigentlich, mit dem ich das spiele? Ja, man kann ja jetzt nicht alle kennen. Also klar, Uwe Friedrichsen, den kann ich natürlich, weil der ja auch also wirklich zur großen Elite gehört. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Schauspieler, die, wie soll man sagen, es ist halt oft so, ich kenne die Gesichter, aber dann nicht den Namen unbedingt. Ja, okay. Klar, man kennt so die ganz Großen, kennt man auch mit dem Namen, aber es gibt ja auch viele Schauspieler, die man oft sieht, aber jetzt vielleicht nicht gleich namentlich merkt, sich nicht gleich namentlich merkt. Mhm. Ja. Du hast jetzt ja schon seit Kinderbeinen geschauspielert. Wirkst auch sehr solide, wie du das alles so erzählst. Sehr abgeklärt, bescheiden tatsächlich. Ist das für dich jetzt schon so eine Art Ausbildung oder sagst du jetzt auch logischerweise, da muss auch eine Schauspielschule folgen? Ja, auf jeden Fall. Also Schauspielschule ist Grund, oder ich sehe das so, dass, Grund, dass die Schauspielschule auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung ist, um dann da auch weiterzumachen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also ich bin halt schon auch für mich selbst jeden Samstag also 3 Jahre lang zur Schauspielschule gegangen, halt so eine Schauspielschule für Jugendliche, weil ich halt auch selbst irgendwie Lust hatte und Spaß daran hatte, irgendwie ja ein bisschen Übung einfach zu kriegen. Und ja, okay. Das hat auf jeden Fall auch schon sehr viel Selbstsicherheit gebracht und auch, aber auf jeden Fall auch für später, also eine richtige Schauspielausbildung, die gehört auf jeden Fall dazu, so sehe ich das. Mhm. Gibt es eigentlich einen alternativen Berufswunsch oder kommt sowas anderes gar nicht in Frage? Ja, ich denke mal, es ist vielleicht ganz ratsam, irgendwie irgendwann nochmal nach einem zweiten Standbein zu suchen, aber die Schauspielerei, die ist auf jeden Fall, ja, die steht im Vordergrund und ich denke, wenn man etwas wirklich will, dann kann man das auch schaffen. Mhm. Also ich versuche da einfach zielstrebig zu sein und ja, alles zu geben. Ja. Aber ich lasse auch mal gucken einfach, was so auf mich zukommt oder was auf mich zukommt in der nächsten Zeit. Ja. Gibt es irgendwann auch mal Momente, wo du gerne mehr Zeit hättest für Privates, für Freunde? Oder findest du noch trotzdem, trotz dieser wirklich vielen Arbeit, du hast mir auch viele E-Mails geschrieben, wo du gesagt hast, jetzt bin ich da, jetzt ist da wieder ein Casting. Hast du trotzdem irgendwann auch mal einen Moment, wo du denkst, Mensch, eigentlich hätte ich gerne mehr Zeit für mich? Eigentlich, also es ist jetzt auch nicht so übertrieben, dass ich jetzt irgendwo jeden Tag dahin und dahin. Also klar, man hat schon, es gibt da fällt schon einiges an, was man da oder wo man hinfährt und was man macht. Aber ich habe immer noch sehr, sehr viel Zeit für mich und ich habe auch, ich habe ja auch noch viele Hobbys. Ich irgendwie ein Instrument seit 12 Jahren. Auch noch? Was denn für eins? Klavier. Auch noch Klavier? Ja, und ich liebe Sport zu machen und dafür muss ja auch noch Zeit sein. Mhm. Und klar, mit meinen Freunden treffe ich mich dann auch noch, aber das harmoniert alles. Also ich bin da wirklich, da gibt es überhaupt kein Problem. Aha. Gibt's auch irgendwas Schlechtes von dir, wo du sagst, Mensch, das kann ich gar nicht oder deswegen mögen mich auch manche nicht? Das klingt wirklich, wie du das erzählst, wie du dich beschreibst, alles so, als wie sich eine Mutter ihren Sohn auch vorstellt. Ich habe natürlich auch meine dunklen Seiten. Ja, und die will ich jetzt, da will ich jetzt ran. Nein, ich bin eigentlich, also ich versuche mich so gut wie es geht, also kann ich jetzt so nicht sagen. Was okay. Also vielleicht, ich überlege gerade. Nee, ist ja okay, wenn du nichts hast. Ich wüsste von mir auch nichts Schlechtes, das ist klar. Okay. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich manchmal ein bisschen zu ehrgeizig oder sowas. Ah ja. Oder, aber ich also eigentlich, ich glaube, da achten meine Eltern schon ziemlich drauf, dass das alles im Rahmen ist. Wie viel Fanpost bekommst du eigentlich? Kriegst du richtige Briefe oder ist mittlerweile alles mehr Facebook-Anfragen als Autogrammwünsche per Post? Ja, also ich habe jetzt oder so, sag ich mal jetzt so richtige Fanpost, da ist es jetzt noch nicht so
Ja, so viel klar, noch. Da kommen ab und zu kommen da mal ein, zwei Briefchen rein, aber das ist jetzt nicht übertrieben viel. Und also was jetzt das Internet betrifft, da auf jeden Fall. Also da gibt's dann schon öfters Facebook-Anfragen. Das ist ja auch ehrlich gesagt vor allem für die jüngeren Generationen irgendwie einfacher. Ich meine, man sieht irgendwo den Namen oder guckt im Teletext oder sieht das in der Programmzeitschrift oder so. Und man kann das dann direkt in den Computer eintippen und er kriegt dann direkt Ergebnisse. Das ist natürlich dann... Antwortest du auch direkt? Ja, ich, also was jetzt zum Beispiel Facebook anbelangt oder so, ich bin auch bei Facebook, aber ich habe den Account halt sehr beschränkt, weil ich auch nicht unbedingt meinen... Ich gehöre nicht zu den Menschen, die ihr Leben in Facebook reinschreiben, weil das finde ich irgendwie... Ja, es ist nahezu lächerlich, ne? Also twitterst du auch Gott sei Dank nicht. Nee, Twitter habe ich überhaupt nicht. Also ich habe nur Facebook, aber das habe ich auch eigentlich nur aus einem Grund, weil... oder ich habe mir das eigentlich nur angelegt, weil das war oder ist halt sehr praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel im Filmbereich mit den Leuten zusammenkommt und man kann dann halt kurzerhand sehen, was macht gerade der andere. Ja, klar. Und, also für mich ist das wie ein großes Kontaktbuch eigentlich. Mhm. Und ich bin da jetzt halt nicht so, ich hänge da auch nicht viel rum. Also ich bin dann vielleicht, ich komme in der Woche vielleicht für eine Stunde oder so dazu. Ja, okay. Das macht das mal kurz übers Telefon, weil das finde ich auch ganz praktisch. Mhm. Aber sonst eigentlich nicht. Okay. Genau. Letzte Frage, Patrick. Was sind die aktuellen Projekte? Was steht gerade an? Bei dir kann man das ja durchaus fragen, denn du hast ja bestimmt was zu erzählen. Ja, also ich habe jetzt gerade zuletzt eine Produktion abgedreht, also in den Ferien und jetzt kommt nur kurz überlegen. Noch nichts richtig Konkretes. Es waren jetzt halt so ein paar Anfragen und ich war auch bei ein paar Castings, aber... Aber der Film, den du abgedreht hast, der wird erscheinen im Kino oder im Fernsehen? Der kommt ins Fernsehen. Ins Fernsehen. Der heißt in Wahrheit sterben und wird im ZDF ausgestrahlt. Oh ja, klingt nicht nach einer Komödie. Nee, das ist... man kann eigentlich sagen, eine Art Thriller schon irgendwie, ein Familiendrama. Mhm. Also das war ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und das heißt toll, also sehr spannend auf jeden Fall. Also, okay. Ist nicht so erfreulich, was so passiert. Ja, okay, freuen wir uns aber drauf. Auf jeden Fall sich das anzugucken. Also es kommt im Frühjahr erst rechnen. Also ja. Genau, weil das dauert natürlich auch immer alles, bis das fertig ist und bis das geschnitten ist. Und war ja zuletzt auch noch Isenhardt, die mittelalterliche Produktion für Pro7, wo ich da den Hauptdarsteller in Jung gespielt habe und das kommt bestimmt zu Ende des Jahres. Also ah ja, Isenhardt cool. Und Pro7. Ja, ist doch einiges. Dankeschön fürs Gespräch, alles Gute, bis bald. Ne? Ja. Weiter viel Glück. Hoffentlich hört man sich mal wieder, ne? Dann, auf jeden Fall auch alles Gute und vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Und auch viele Grüße an die Zuhörer. Ja, da bin ich wieder zurück. Das war Patrick hier bei uns im Sprechplanet. Vielen Dank für das sehr ehrliche und auch länger, als ich es erwartet hatte, Gespräch hier bei uns im Telefonat. Man weiß ja am Anfang nie, wohin es führt, wohin so eine Reise des Interviews gehen kann. Ja, natürlich habe ich so einen kleinen, wir nennen das immer so einen roten Faden, so ein paar Stichpunkte mir aufgeschrieben, damit ich nicht irgendwie mal da stehe und sage, ja, jetzt habe ich aber keine Fragen mehr, sondern damit ich das Ende schon irgendwie zum Ende hinleiten kann. Aber das meiste, so 80% der Fragen, ergibt sich tatsächlich aus echtem Interesse spontan im Gespräch und Patrick hat ja wirklich viel zu erzählen und es klang wirklich sehr solide. Also kann man nur viel Glück wünschen, braucht man aber eigentlich auch nicht, weil hat er sowieso. Und das ist natürlich das Beste, ja? Und viel Glück für die nächste Sprechplanet-Folge uns zu wünschen, wäre auch komplett vermessen, denn die gibt es sowieso. Und zwar nächste Woche Samstag hier dann wirklich mit Janine Steger, die Moderatorin von RTL Explosiv. Nicht zu verwechseln mit Exklusiv. Explosiv. Explosiv ist das ohne Promis. Also auch mit Promis, aber nicht so viele Promis. Kompliziert. Sie wird uns das erzählen. Jeden Montag bis Freitag ist sie nämlich mit dieser Sendung um 18 Uhr beim RTL zu sehen. Jetzt wünsche ich noch...
ja, eine gute Zeit, vor allen Dingen in München, viel Spaß. Und jetzt gibt's hier für uns in Solingen und NRW und Norddeutschland und überall woanders, wo nicht Bayern ist, ein richtig schönes Wochenende. Tschüss.